Ah, du bist also zurückgekehrt, Julio. Ich bin Siegfried, Drachentrainer und Oberhaupt der Top 4. Wusstest du, dass Drachen mystische Pokémon sind? Sie sind schwer zu fangen und zu zähmen, doch die Mühe lohnt sich. Sie sind beinahe unbesiegbar. Bist du bereit, dem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Ausflug in die Pokémon-Liga hier, Julio. Ignorieren wir alles, was Siegfried gesagt hat, und ignorieren wir die Tatsache, dass sie schon mindestens 3 Monate auf dieses Video wartet. Und bringen es endlich zu Ende. Siegfried, der letzte der Top 4, der einzige Gegner, der mir noch im Weg steht, auf dem Weg zum Champion. Und er setzt Garados ein. Damit hatte ich nicht gerechnet. Da ist Mew wahrscheinlich nicht die allerbeste Wahl. Weil, durch den Flugtyp von Garados wird natürlich Eis zweifach, aber dadurch, dass es Wasser ist, wiederum einfach. Und wow, Blizzard hat beim ersten Mal funktioniert. 85% oder ich weiß gar nicht, wie hoch die Chance ist, und so viel zieht es wirklich nicht ab. Drachenwut zieht immer 40 ab, also da brauchen wir keine Sorgen zu machen. Probieren wir es mal mit Eisstrahl. Fliegen wird auch nicht so viel bringen. Ich finde, Siegfried ist ein wunderbar urdeutscher Name, denn da steckt schon Sieg im Namen. Also, ich glaube, ja gut, im Englischen heißt er Lance und was so vielleicht wie Lance ist. Das ist nicht so der geile Name, wie ich finde. Da ist Siegfried schon viel besser. Ich glaube, er hat nur deutsche Pokémon. Ich finde, wenn man Pokémon fängt, sollte man auch in irgendwelche Nationen gehen. Dieses Garados ist deutsch und heißt Horst. Und das war's. Tja, so viel zu deinem Full Restore. Sehr schön. Auch wenn es nicht effektiv war, ein guter Start in den Kampf. Was bringt er als nächstes? Horst Werner, das Aerodactyl. Da ist es nicht so gut, bei Mew zu bleiben. Weil Gestein sehr effektiv ist gegen Flug. Und zusätzlich ist Aerodactyl, glaube ich, sehr schnell. Darum wechseln wir zu deiner Mutter! Ja! Wegen der Wasserattacke. Komm, zeig, was du drauf hast. Und ich weiß, egal wie... Na, da haben wir es schon, die erste Gesteinsattacke. Egal wie episch und awesome dieses Video jetzt wird, es wird niemals die Erwartungen erfüllen, die sich vielleicht jetzt manche schon aufgebaut haben. Das ist gut. Und dann, ja, das ist Hyper Beam! Mach deinen Maul auf! Lass deinen Mundgeruch freien Lauf! Es wird das Aerodactyl töten. Heilige Scheiße, Tatsache! Wow! Geil! Okay, jedenfalls, das wird die Erwartung nicht erfüllen können. Ich vergleiche das gerade irgendwie mit Duke Nukem Forever. Das ist ähnlich. Man hat 12 Jahre auf dieses Spiel gewartet. Oh mein Gott, ist das jetzt ein Dragoran? Ich glaube schon. Hat 12 Jahre auf dieses Spiel gewartet. Und erstens wird er durch einen Mythos zerstört, den er sich selbst über dieses das Spiel selbst über diese 12 Jahre aufgebaut hat. Und des Weiteren, es ist nicht so gut. Ich meine, das Spiel sagt selbst von sich, dass es so gut ist, aber es ist es nicht. Ja, und ähnlich wird das jetzt hier sein. Bäm! Drache Flug in dein Gesicht, Dragoran! Sehr gut! Das heißt, jetzt hat er nur noch 2 Dragonier. Was ich traurig finde, in der zweiten Generation, die 2 Jahre nach der ersten spielt, hat er zwar 3 Dragorans, aber die sind alle Level 40. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Und da ist er dann sogar der Champion. Da ist er nicht mehr nur Angehöriger der Top 4, sondern Champion. Okay. 61. Defensive plus 7, nice. Wollen wir noch Reflekt lernen? Reflektor oder was auch immer es ist? Ja, für Mindreader. Ich werde es niemals brauchen, aber heilige Scheiße. Scheiß drauf. Kabam, poof. Und das letzte Dragonia. Mew ist zu angeschlagen für diesen Kampf. Wir müssen wechseln. Auf Pole! Ich habe etwas Riskantes vor, aber es wird funktionieren. Pole, mein guter Freund, du bist noch nicht lange in meinem Team, aber wir haben gute Kämpfe bestritten. Doch nun ist es an der Zeit, dass diese Reise endet. Explosion! Reiße
Dragonir mit in den Tod! Mein guter Freund, ich weiß, auf der anderen Seite werden wir uns nicht wiedersehen, denn du kommst an einen besseren Ort als ich. Auf Wiedersehen.